Und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. Zurück ins Lager der Standhaftigkeit. Ich habe jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt. Aber mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß, dass wir zuletzt einen Brief gelesen haben, der uns hierhin zurückgerufen hat. Und jetzt gehen wir doch mal gucken. So, hallo Cave. Keine Lust mit uns zu reden. Freut mich, euch zu sehen. Wie die sich immer gegenseitig reinreden. So. Und so nimmt es seinen Anfang. Okay. Ich bin froh, dass ihr mit uns kommt. Habt ihr meine Nachricht erhalten? Deswegen bin ich hier. Ich muss euch mitteilen, dass es mir vielleicht nicht möglich ist, mit euch in den Kampf zu ziehen. Was? Ihr alleine seid 74,3% unserer Feuerkraft. Das ist eine Übertreibung. Wie man übertreibt, lerne ich von Taimi, ob ihr es glaubt oder nicht. Also, wieso könnt ihr nicht mit uns kommen? Ich habe eine andere Mission, die ich nicht ablehnen kann. Wovon redet ihr da? Wir sind schon einer weniger, jetzt da Ridlock fort ist. Ich muss euch zur Verschwiegenheit verpflichten. Das darf niemand sonst erfahren. Ich denke, ich kann im Namen aller sprechen, wenn ich sage, dass wir euer Geheimnis bewahren können. Was ist? Ich hatte eine Vision vom blassen Baum, eine sehr, sehr wichtige. Glint hatte ein Ei. Ein Drachenei? Wo? Das ist eine lange Geschichte, aber es war in ihrer Höhle. Ich war dort. Ich habe es gesehen. Ihr wart beschäftigt. Was ist mit dem Ei geschehen? Ein Meister der Zafariten hat es in seine Abhut genommen. Oh, ich verstehe eure Vision. Der blasse Baum will, dass ihr das Ei findet und beschützt. Und wegen des Unfalls glaubt ihr, dass dieser Meister in Gefahr ist? Ja, ich habe auch einen goldenen Ort gesehen. Ich glaube, er könnte es dorthin bringen. Wenn er schlau ist, dann hat er es bis jetzt überlebt. Aber er ist in einer gefährlichen Gegend unterwegs. Jetzt versteht ihr, wieso ich erst das tun muss, bevor ich mit euch gehen kann. Ein Drachenjunges könnte in den falschen Händen zu einem Feind werden. Natürlich müsst ihr das Ei retten. Wenn man es als Verbündeten Tyrias aufziehen würde, könnte es den Lauf der Geschichte ändern. Ganz meiner Meinung. Tut mir leid, ich wäre gerne hier geblieben, um mich vorzubereiten. Aber Glint hat mir ein Ei erwähnt. Alles ist gut. Es hat Beschützer gehabt und jetzt hat es auch mich. Ich bin sprachlos. Ein Drachenei? Ihr kehrt zurück und ihr fährt, wenn ihr fertig seid, nicht wahr? Ihr werdet vielleicht nicht sofort gehen. Ich weiß nicht, wann ich zurückkommen werde. Okay, schließt euch Brain Rocks, Kasmi und Marjorie an. Das machen wir doch mal. Hat etwas mit Mordremos gemacht? Sie war verrückt. Ich habe Silvari nie getraut. Das hat bewiesen, dass ich richtig lag. Ihr traut niemandem. Okay. So, das ist doch Frost Weißer. Es war so schön. Ich wünschte, ihr hättet es gesehen. Alles Kristall und Regenbögen. Wir sahen Echos aus der Zeit, als der Meister des Friedens dort war. Er nahm ein Ei aus dem Nest. Ein Drachenei? Jetzt begreife ich alles. Der Meister des Friedens ist seit dem Absturz damit auf der Flucht. Wir müssen die Aspektmeister finden. Es hat etwas mit der Vision vom Boss zu tun. Okay. Falls wir die Aspektmeister finden, sind wir dem Meister des Friedens schon ein ganzes Stück näher gekommen. Das ist richtig. Hat einer von euch die Aspektmeister gesehen? Tut mir leid, aber sie sind nicht zurückgekehrt, seit ihr das letzte Mal hier wart. Wisst ihr, in welche Richtung sie aufgebrochen sind? Nein, aber Taimi bestimmt. Fragt sie. Also gut, lasst uns aufteilen. Wir werden so mehr Glück haben, ihre Spuren zu finden. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Was ist der Plan? Spürt die Aspektmeister auf, findet ihre Spuren und sendet ein Signal, falls ihr sie findet. Was ist mit mir? Ihr müsst hierbleiben, falls sie oder der Meister des Friedens zurückkehren sollten. Wie können Marjorie und ich helfen? Trefft euch mit Trahorn, erzählt ihm alles, was ihr in der Abtei erfahren habt. Alles? Alles. Aber erzählt niemanden außer ihm von der Existenz des Eis.
Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass das jeder weiß. Nein, in den falschen Händen könnte es gefährlich sein. Wir werden einen Vogel senden, wenn wir irgendwas hören. Ihr tut das Gleiche, falls ihr in Schwierigkeiten geratet. Wir können in kürzester Zeit bei euch sein. Also gut, ich werde mit Taimi sprechen und danach müssen wir los. Sie würde euch niemals vergeben, wenn ihr loszögt, ohne euch zu verabschieden. Seht euch beide da draußen vor. Wir sehen uns bald wieder. Ihr auch. Sprecht mit Taimi. Warum verfolgt mich Kaith? Huch, das ist aber ein Ruckler. Warum verfolgt Kay für mich? Ihr seid noch hier, Kommandeur. Das ist schön. Warum verfolgt Kay für mich? Wir sind bereit. Okay. Malt mich orange an und nennt mich rostig. Ihr kriegt es hin. Ihr habt an mir gezweifelt. Okay. Hallo, darf ich euch Brünnbarren... Barnspucker vorstellen? Brunn, das ist Lizzie Samtpfote, einer der intelligentesten Nicht-Asura, die ich kenne. Meine kleine Freundin erzählt sehr nette Dinge über euch. Gut zu wissen, es ist nur eine Ehre, euch kennenzulernen, Lizzie. Euer Ruf eilt euch voraus. Es überrascht mich, dass jemand eures Formats sich Zeit für einen Grünschnabe wie Taimi nimmt. Das gleiche könnte ich über euch sagen. Danke, dass ihr ihr hilft. Wir haben alles mögliche über Hitzeraten und Metalldichte gelernt. Was habt ihr gemacht? Ich bin nur gekommen, um mich zu verabschieden. Ich muss den Aspektmeister folgen. Oh, nachdem ihr losgegangen seid, haben sie eine Menge Vorräte mitgenommen und sind gegen Südwest aufgebrochen, um den Meister des Friedens zu suchen. Sie waren schwer beladen und es sah nicht danach aus, als ob sie bald zurückkommen würden. Warum braucht ihr sie? Ich bin in Eile. Könnt ihr Braham bitten, es euch später zu erklären? Das werde ich auf jeden Fall tun. Sobald sie die Paktflotte entsenden, werde ich nach Radarsom zurückkehren und all das Wissen nutzen, das ich von Brunn erworben habe. Ich kann es kaum erwarten. Ihr könnt mir davon erzählen, wenn ich euch wiedersehe. Seid vorsichtig, während ich weg bin. Bis dann. So, Kaith, warum stalkst du mich? Warum starrt ihr mich so an? Folgt ihr mir etwa? Nein, ich werde euch begleiten. Ich möchte mit euch gemeinsam die Meister finden. Das ist eine weitaus sinnvollere Beschäftigung, als meine Zeit damit zu verbringen, ihr zuzuschauen, wie sie diesen jungen Nonnen dort drüben anstarrt. Er starrt nicht. Sie will etwas von ihm. So sehr sie sich auch müht, aber sie kann ihre Augen nicht von ihm lassen. Vielleicht solltet ihr mir und Rox helfen, die Aspektmeister zu finden. Drei Menschen, die daran gewöhnt sind, im Schiff herumzufliegen, werden Spuren hinterlassen, die nicht mal ein Blinder übersehen kann. Was, wenn die Schiffe ohne euch ablegen? Dann werde ich eben nicht mitfliegen. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Nicht. Wenn wir fertig sind, meint ihr, dann könnte ich die Eisenlegion werden. Nur wenn ihr euch noch ein paar Ohren wachsen lasst. Ist gut. Ich klemme mich dahinter. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die Meister finden. So. Okay. Es ruckelt halt übelst, wenn ich in die Karte reingehe. Das ist richtig dumm. I don't understand this. So. Folge den Spuren. Sind hier irgendwo Spuren? Da ist eine Spur. Vorräte. Diese Vorratsbeutel sind leer und mit Sand bedeckt. Sie können von den Aspektmeistern zurückgelassen worden sein. Okay. Brandspuren. Brandspuren auf dem Boden deutet darauf hin, dass hier ein Kampf stattgefunden hat. Die Spuren der Aspektmeister führt weiter. Oh, eine verlorene Banditentruhe. Die nehme ich gerne an mich. So.
So, kurz Teilnahme geschnurrt. Okay. Da drüben sehe ich doch das Sternchen. Ich mach den mal kurz weg, bevor der mich stört. Alter, ich bin halt dauerhaft gestunt. Fuck. Okay, hier. Ein Fetzen Kleidung ist an diesen Ästen hängen geblieben. Es sieht aus, als wäre der Stoff von Severiten gefertigt. Die Spur führt weiter. Mal kurz den Baum damit. Den Baum da drüben nehme ich auch kurz mit. So. Warum laufe ich eigentlich zu Fuß? Ich weiß es nicht. So. Eine mysteriöse Markierung. Dieses Symbol scheint von Severiten angefertigt worden zu sein. Sie müssen die vorausliegenden Passage durchquert haben. Das da. Verfolgung der Aspektmeister. Die Aspektmeister sind vor kurzem hier vorbeigekommen. Wir sind nah dran. Okay. Auf ein Wort. Selbst mit ihnen, ihren ausgefallenen Aspektfertigkeiten können diese Meister uns nicht weit voraus sein. Da habt ihr recht. Glaubt ihr, dass eure Severiden-Freunde uns verraten werden, wohin ihr Meister des Friedensglints Ei bringen wird? Überlasst mir das Sprechen. Ich habe ihnen allen Grund gegeben, mir zu vertrauen. Habt ihr das gehört? Lieber mal nachsehen. Da ist jemand in Gefahr. So. Gemein, die Viecher. Aber ich muss scheinbar nur die Ranken kaputt machen, ne? Sieht zumindest so aus. Ma, gib recht. Wer kommt die denn jetzt? Konzentriert euch auf den Drescher. Wo ist ein Drescher da? Das ist super unfair. Ich darf hier halt nicht raus, ne? So, ich gehe trotzdem raus. Bin ich zwar gestunt, aber was soll's. Ach, ich muss in Bewegung bleiben. Ich bin doof. Ah. Komm mal her. So. Ich spiele wenigstens eine dumme Klasse, da ist das okay. Ich mache damit Blutung, okay. Stirb an der Blutung. Stirb.
wir heilen wie ein Wesen. Wir halten sie hier auf. Rückt ihr weiter vor. Okay. Minus eins. Nein! Vorsicht, Angriff von oben! Okay. Probleme beim Gehen. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir sollen die Kleinen klatschen. Oh mein Gott, das war ein Ruckler. Das war ein Ruckler. So, weg mit den kleinen Babys. Halt gerne. Aua. Warum treffe ich das Ding nicht? Also irgendwie ist das nicht Zeit, näher ranzugehen, mein Freund. Das Ding hat mir ganz schön Damage reingedrückt, aber okay. Aua, ich wollte gerade dodgen. Das Spiel sagt aber nein. Alter. Das Ding springt mir halt definitiv zu viel rum, ne? Das Ding springt mir definitiv zu viel rum. Und du bist ein bisschen lebensmüde, meine liebe Dame. So. Alles gut? Es ist vorbei. Seid ihr in Ordnung? Die Sonne scheint nicht mehr für euch. Findet Frieden und Freiheit von den Qualen dieser Welt. Möge Glint euch finden in der Finsternis und euch in ihr reines Licht führen. Bis wir uns wiedersehen. So nütze ich unserem Meister nichts. Bitte, führt es für mich zu Ende. Nein, wir haben genug Verluste erlitten. Ich bringe euch ins Lager des Pakts. Bitte nicht. Unser Meister braucht euch. Ich hoffe, unsere Freundin hier passt zuverlässig auf den Meister auf. Ja? Der Meister des Friedens hat sein Zeichen in der Stelle hinterlassen, an der der Pfad sich als erstes verzweigt. Doch kurz darauf haben wir uns auf der falschen Fährte wiedergefunden. Es tut mir leid, dass ich euch das fragen muss, aber werdet ihr uns helfen, unseren Meister wiederzufinden? Wisst ihr, ob der Meister des Friedens noch immer das Drachenei bei sich führt? Es ist nicht an mir, über solche Dinge zu sprechen. Wenn wir unseren Meister erreichen können, kann er vielleicht eure Frage beantworten. Bitte, wenn ihr gewillt seid, so kann ich euch zeigen, wie ihr ihn findet und ihm helfen könnt.
Ich möchte helfen. Bitte sagt mir, was ihr wisst. Das ist das Zeichen des Meisters des Friedens. Es wird euch zu ihm führen. Möge Glint euren Weg erhellen. Jetzt muss ich meinen Freund in Sicherheit bringen. Okay. Was wisst ihr über diese Sephiriten? Sie behaupten, Erben der Bruderschaft des Drachen zu sein, wisst ihr? Hüter von Glints Vermächtnis. Wir waren an Glints Seite, als sie in der Kristallwüste fiel. Wo, glaubt ihr, geht der Meister des Friedens hin? Ich weiß es nicht, aber viele Sephiriten opferten ihr Leben, um das Ei zu schützen. Okay. Wenn ihr nun diese Zeichen selbst erkennt hättet, hätten wir vielleicht ihren Meister des Friedens bereits eingeholt. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir nun eine Spur haben, aber wir folgen Spur haben, der wir folgen können. Wir werden ihn finden. Daran hege ich keinen Zweifel. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Fein. Also, wie sieht der Plan aus? Lasst uns aufteilen und nach der Symbolspur des Meisters des Friedens suchen. Klingt vernünftig. Könnt ihr den anderen Bescheid sagen, dass ich bereits vorgegangen bin? Braham, Kashmir und Marjorie? Richtig. Ich glaube, wir haben keine Zeit zu verlieren. Kein Problem. Wir werden euch sicherlich schon bald einholen, Boss. Danke, Rox. Okay. Und ich würde aber sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und bye bye.